Auf der Suche nach der perfekten Gegensprechanlage für dein Smart Home. Wir sprechen heute mit 2N und gucken, was die können. Philipp Langenbach, herzlich willkommen. Vielen Dank. Bei uns im, ich hätte fast gesagt, Casario Hauptstadtstudio, aber so groß sind wir ja nicht. Vielleicht bitte ganz kurz vorstellen, einfach, dass wir wissen, wer sind Sie? Was macht 2N? Und dann sprechen wir mal über die Lösungen, die 2N hat und gucken mal, wie gut die sind im Vergleich zu allem anderen, was es gibt. Ja, mein Name ist Philipp Langenbach, bin Business Development Manager der Firma 2N für den süddeutschen Raum. Mhm. 2N, einer der führenden Hersteller im Bereich der Gegensprechanlagen und auch Zugangskontrollsysteme im IP-Bereich. Netzwerkkabel eben ist das, was uns mit Strom und Energie versorgt. Und ich darf heute gerne mal beweisen und zeigen, dass wir wirklich einer der führenden Gegensprechanlagenhersteller sind. Ich bin jetzt seit 2010 in der Branche. Ich muss gestehen, bis vor 3 Jahren hatte ich 2N gar nicht auf dem Schirm. Ich wusste weder, dass es sie gibt. Also man kennt, ich sage jetzt mal so die klassischen großen. Gira 106 kennt man als Häuslerbauer, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja. Die größeren Lösungen Siedle und so weiter. Was es noch so alles gibt, klar. Warum habe ich 2N vorher nie gehört? Gute Frage. Kann ich jetzt so wahrscheinlich auch nicht im Detail beantworten. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, die Firma 2N gibt es seit über 30 Jahren tatsächlich. Mhm. Ja, wir waren weltweit die Ersten, die eine LTE-Sprechanlage entwickelt haben und dann später auch eben sehr stark im IP-Bereich tätig waren. Wir haben uns ganz am Anfang in Deutschland, das sind wir jetzt auch schon seit über 10 Jahren am deutschen Markt, sehr auf die Industrie spezialisiert und hatten da eben einen Kernmarkt, sind aber mittlerweile auch sehr, sehr stark im Wohn- und Immobilienbereich eben vertreten. Relativ genau seit 3, 4 Jahren, wo wir eben den Fokus drauf gelegt haben. Klar, IP-Bereich oder IP-Sprechanlagen ist vielleicht noch nicht ganz so bekannt. Erst geworden in den letzten Jahren. Richtig, genau, es kommt jetzt erst. Ja. Ne? Klar, bei Klingeln, ich sage es jetzt mal ganz despektierlich, Klingel, ja, denkt man natürlich immer erst so an Zweidraht. Ne? Das ist so das, was man kennt, was man weiß, was in den Altgebäuden natürlich auch vorhanden ist. Und da ist eben die IP-Variante, die wir eben hauptsächlich anbieten, vielleicht noch nicht so bekannt, dass das eben funktioniert. Ist es ja auch kein Geheimnis, dass 2N aus Tschechien kommt. Korrekt. Und gekauft worden ist, oder also das Unternehmen gekauft worden ist von Axis, die ja Weltmarktführer im Bereich Kamera. Technologie sind, würde ich absolut mal sagen. Überwachungstechnik, ja. Oder Überwachungstechnik, genau. Für uns als Integratoren, Planer ist immer wichtig, Technik einzusetzen, von der wir davon ausgehen, die gibt es noch 3, 5, 10, 20 Jahre am Markt. Ja. Ich sag mal, mit so einem Partner hinten dran jetzt als Mutterkonzern hat sich ja das Bild vielleicht auch noch mal ein bisschen gewandelt. Ich kannte es vorher einfach nicht, deswegen haben wir es nicht eingesetzt, aber jetzt ist es ja so, dass Axis hinten dran steht, was natürlich gewisse Vorteile hat. Also zum uns Planungsproduktsicherheit, aber natürlich auch Manpower und Engineering, was nochmal reinfließt. Ich wollte gerade sagen, das ist noch gerade der ganz, ganz wichtige Punkt, also auch gerade was die Technik angeht, hinten dran. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, also wir gehören tatsächlich seit 2016 zur Firma Axis, eine vollwertige Tochtergesellschaft, weil halt eben Axis sich damals wirklich gesagt hat, sie wollen einen Experten in dem Bereich der Gegensprechanlage und der Zugangskontrollsysteme, sind da eben auf uns zugekommen und haben uns halt eben aufgenommen. Was uns als 2N natürlich eine absolute Power und auch nochmal einen Schub gegeben hat, gerade auch was den Vertrieb angeht, ja, ganz klar. Aber was man immer vielleicht so ein bisschen vergisst, nicht nur Axis steht hinter uns, sondern hinter Axis steht eben noch die Canon-Gruppe. Kennt man natürlich auch, gerade was Drucker angeht. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, ein ganz anderes Volumen. Also um vielleicht nochmal diesen Anfangs, Misstrauen, so will ich es jetzt mal ganz vorsichtig nennen, wie lange gibt es uns oder wie sicher stehen wir da, kann man ganz klar sagen, dass wir sehr, sehr sicher sind mit den 2 Muttergesellschaften, die eben hinten dran sind. Und das bringt uns natürlich auch gerade, was die Entwicklung und was die Zukunft angeht, enorm viele Möglichkeiten. Man sieht es jetzt gerade, ich greife vielleicht gerade schon mal ein bisschen vor, bei der IP Style, eine unserer größten oder die größte Sprechanlage, die wir jetzt haben, wo eben auch schon Axis-Technik verbaut ist. Ja, ich denke mal, da kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen im Detail dazu. Also da verschmelzt auch immer mehr Axis und 2N zusammen, eben mit dem Know-how, was dann eben zusammen. Also den ersten grünen Haken können wir machen. Definitiv. Ernstzunehmendes Unternehmen, weil groß genug. Absolut. Und also es ist wichtig, dass man das für sich auch einmal prüft als Bauherr, weil wir haben auch schon genug Firmen auch in diesem Bereich kommen und gehen sehen. Absolut. Weil halt irgendein, ich sag mal, Investor selber ein schönes Häuschen irgendwo auf einer Südseeinsel hatte und eine coole Lösung brauchte, sind Produkte entwickelt worden und die haben wir auch hier gehabt und getestet und die gibt es inzwischen aber gar nicht mehr. Ja. Aber da haben wir jetzt einen grünen Haken, also auf jeden Fall seriöses Unternehmen, Wachstumsunternehmen. Absolut. Und
wir setzen es ja inzwischen auch sehr häufig ein, tatsächlich auch solide Produkte. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Mhm. 2N sagt ja ganz klar, wir machen nicht Zweidraht, sondern wir sind SIP-Technologie. Also Klingelanlage auf Basis von Netzwerktechnik. Richtig. Vorteile, Nachteile? Ganz klar, der Vorteil ist, wir haben eigentlich keinen großen Verkabelungsaufwand, wenn man so will. Nur das Netzwerkkabel, was halt eben die Anlagen im Außenbereich sowohl mit der Energie als auch mit der Information versorgt. Das Gehirn oder der Befehl zum Türöffnen geht wirklich aus dem Gerät direkt raus. Wir haben keine Zentrale mehr irgendwo sitzen, die wir benötigen. SIP heißt ja eigentlich normalerweise, ich habe einen SIP-Server, also irgendeine Asterisk-Telefonanlage, irgendwas, genau, wo diese ganzen Teilnehmer als SIP-Teilnehmer sich normalerweise einkoppeln und diese Telefonanlage macht ja dann das Call-Management und routet quasi, welche Klingel darf wohin telefonieren. Also Innensprechstelle ist in dem Fall auch richtig, genau. Aber das gibt es jetzt nicht. Genau, das gibt es in dem Fall nicht. Ja. Wir können eine Peer-to-Peer-Verbindung direkt eben darstellen, eben mit einem Switch in der Mitte, sage ich jetzt mal, zwischen Außenstelle und Innenstelle, sodass wir da eben keine zentrale Technik jetzt nochmal irgendwo sitzen haben, die halt eben das Ganze nochmal zentral verwaltet, wenn es denn nicht gewünscht ist. Ja. Ja. Einer der ganz großen Vorteile ist natürlich auch, dass wir sehr, sehr flexibel und frei sind, was das Zielgerät letzten Endes angeht. Also jetzt die Innensprechstelle natürlich, die klassische, die man kennt, die dann eben an der Wand hängt, ist eine Option, ganz klar. Aber natürlich können wir auch auf IP-Telefonanlagen gehen, auf das klassische IP-Telefon. Wir haben mittlerweile eine Integration, die direkt auf MS Teams gehen wird, ab Anfang des nächsten Jahres, wo wir einer der ersten sein werden. Natürlich haben wir auch eine Handy-Applikation, ganz klar, wo ich mich dann eben mobil und frei bewegen kann und jederzeit sehen kann, wer eben bei mir vor der Haustür steht oder vor dem Werktor, wie auch immer, kommunizieren kann und halt eben die Tür öffnen. Das ist natürlich jetzt gerade in der heutigen Zeit, wo alles modern, schnell und natürlich kostengünstig gehen soll und muss, ist IP natürlich für uns, nicht nur für uns, die Zukunft. IP ist ja grundsätzlich, also ich verstehe, wo Zweidrahtbus herkommt. Mhm. Klar, wir haben halt irgendwie in ganz vielen Bestandsgebäuden halt nur einen Klingeldraht zwischen Haustür und Hoftor oder wo auch immer. Mit der Technologie muss ich halt irgendwie klarkommen. Der große Vorteil von SIP, sprich Netzwerktechnik, ist, ich habe halt andere Bildqualität, ich habe andere Bildwiederholraten. Ich kann erstmal viel mehr Daten hin und her schieben, ne, zwischen Außen und Innen. Absolut. Weil das ist, glaube ich, ein großer Schmerzpunkt von vielen, na, ich will nicht sagen Mitbewerberprodukten, aber von vielen Hausbesitzern, die halt eine Klingelanlage haben, die auch mindestens mal vierstellig, manchmal auch fünfstellig kostet. Ja. Und dann kommt da halt so ein 640 x 480 Pixel Bildchen raus mit Doppelbild, weil halt leitungslang. Also das, was ich kriege, Value for Money, ist halt da oft irgendwie schwierig, zumindest mal in Bezug auf Kameratechnik gedacht. Absolut. Und ich meine, wie gesagt, wir hatten es ja eben schon mal ganz kurz, dass wir jetzt zu Axis gehören. Axis ist einer der führenden Überwachungskamerahersteller und wir eben da auch mittlerweile Produkte von Axis in unseren Sprechstellen implementieren. Klar, die Kamera und der Kamerachip, der ArtPack 7 Kamerachip, der am Markt eigentlich so ein bisschen das Nonplusultra ist in dem Bereich. Das heißt, wir können wirklich glasklare Full-HD-Auflösungen bieten. Was natürlich auch den Vorteil bietet, dass es jetzt nicht nur auf dem kleinen Monitor der Innensprechstelle angezeigt werden kann, sondern eben beispielsweise auf großen Überwachungsmonitoren. Das ist natürlich auch noch ein Vorteil von IP. Ja. Ich bin sehr, sehr flexibel, was Integrationen angeht, was offene Schnittstellen angeht. Das ist auch das, was wir uns sehr auf die Fahne schreiben, wo wir eben sagen, wir sehen uns nicht als Standalone-Produkt, als reine Gegensprechanlage oder als reines Zutrittskontrollelement, sondern wir sagen wirklich, wir sind offen und für Neues oder für anderes, sage ich mal, sei es zum Beispiel ein Videomanagementsystem oder Zeiterfassungssystem, wo wir eben noch integrierbar sind und auch kombinierbar sind. Also idealerweise bin ich in einer Neubausituation, ich kann mein Netzwerkkabel bis zur Tür legen, perfekt, kann dann eine 2N Außensprechstelle dort montieren und habe dann den Vorteil, ich habe ein hochwertiges Kamerabild. Absolut. Das ist erstmal die Außenseite. Genau. Was ich dann letzten Endes im Innenbereich mache, wo der Ruf letzten Endes hingeht, da sind wir auch sehr, sehr flexibel und frei. Ich hatte es eben kurz erwähnt. Wo es letzten Endes hingehen soll, die Sprechstelle, das Telefon, der PC, jederzeit kombinierbar, erweiterbar. Ihr habt ja eigene Innensprechstellen. Mhm. Wir setzen ja häufig Basalte-Lösungen ein. Mhm. Also die Basalte Lena, das große Touch-Display oder auch die kleineren Lösungen, die Lisa und die Ellie, können ja als euer Protokoll sprechen, weil es halt standardisiert ist, sodass ich eigentlich eine sehr schöne, hochwertige Lösung innen haben kann, wenn ich die halt haben möchte. Ja. Und außen trotzdem eine, ich sage mal, qualitativ hochwertig passende und optisch, ich sage mal, zurückhaltende Lösung von 2N. Absolut. Also das ist ja erstmal nichts, was ich ausschließe. Ne? Absolut nicht. Gibt es irgendwo da Grenzen in der Integration? Also gibt es irgendwie weitere Rahmenbedingungen, die ich haben muss, damit ich 2N-Technik
außen einsetzen kann? Also was brauche ich denn überhaupt erstmal an, brauche ich besondere Netzwerkinfrastruktur? Nein. Also ich brauche einen PoE-Switch, oder? Richtig, einen PoE-Switch brauche ich, genau, ja. Der in der Mitte quasi sitzt, der sowohl die Außen- als auch die Innenanlage, wenn sie denn von uns ist, eben mit Energie und Informationen versorgt. Ja, aber mehr brauche ich nicht. Ich kann dadurch eine Peer-to-Peer-Verbindung herstellen und das war's. Gibt es Skalierbarkeitsgrenzen? Also Skalierbarkeitsgrenzen nach oben. Rein theoretisch kann eine Außenanlage oder ein Außenelement von uns eine Gegensprechanlage bis zu 10.000 Kontakte verwalten und aufnehmen. Das wäre jetzt mal so ungefähr. Ja. Wird aber schwierig zu erreichen. Also vergleichen wir jetzt mal die 2N-Technik. Bleiben wir mal bei den Außensprechstellen mit den... Was sind so die härtesten Mitbewerber am Markt, gegen die ihr euch jetzt, ich sage mal, neu behaupten müsst aus den verschiedenen Richtungen? Also, ich sage mal, vielleicht Architekten sehr designgetrieben, aber natürlich auch die technischen Daten müssen natürlich auch passen. Ja. Jetzt muss man natürlich sagen, der deutsche Markt ist da relativ speziell, weil es da natürlich die Big Player gibt, die auch sehr, sehr bekannt sind. Wir hatten sie am Anfang schon mal kurz angesprochen. Da ist es natürlich als neuer Hersteller, der wir auf dem deutschen Markt immer noch nach wie vor sind, ganz klar, immer ein bisschen schwierig, sich zu behaupten und sich bekannt zu machen. Ist jetzt schwierig, da jetzt wirklich ein oder zwei direkt rauszunehmen, weil eben der deutsche Markt sehr, sehr vielfältig ist und sehr, sehr breit aufgestellt ist. Ja. Ist das besonders in Deutschland, dass wir so viele haben? Definitiv. Dass wir halt Ritter, Busch, Jäger, Gira, Siedle, Schüco, keine Ahnung, was alles haben? Ja, also natürlich gibt es in jedem Land so ein paar Big Player. Ja. In Deutschland hat man halt die Besonderheit, gerade beispielsweise mit Siedle, dass diese sehr, sehr stark verwurzelt sind, sehr, sehr lange schon dabei sind und vom Mindset her beim Kunden schon sehr gefestigt. Mhm, okay. Also. Was könnt ihr besser als Siedle jetzt beispielsweise? Oder ist der Ansatz einfach ein anderer? Ja, also, ich wollte gerade sagen, der Ansatz ist natürlich jetzt kein... IP-Technik können andere auch, machen wir uns nichts vor. Was wir natürlich ein bisschen, was uns natürlich ein bisschen rausstellt, ist zum einen natürlich die qualitative Technik, die hinten dran steckt. Ja, und ganz viele haben tatsächlich das Ganze proprietär gehalten. Und wir sagen halt, wir sind da relativ offen und wir sind frei, was das angeht. Aber, das ist ein ganz wichtiger Punkt, natürlich mit den nötigen Sicherheitsanforderungen. Mhm. Ja, also wir sind nicht offen und sagen, wer will, der kann, sondern natürlich ist das Ganze dementsprechend auch abgeschirmt und nur für die speziellen Bereiche dann eben zulässig, die halt eben auch gewünscht sind. Also natürlich haben wir Security-Relais, Sabotagekontakt etc., sodass wir eben nicht Tür und Tor öffnen für jeden, sondern wirklich nur für den, der berechtigt ist oder der reingelassen wird. Was uns besonders gut gefällt, ist, dass ja die Außensprechstelle nicht nur Außensprechstelle ist, sondern dass es auch Zugangskontrollsystem und Klingel, dass ich das quasi in eine, ich sag mal, optische Einheit und natürlich irgendwie auch technisch in eine Einheit bringe. Wir lassen dann inzwischen auch die, wenn wir eine Alarmanlagenintegration haben, auch die Telenot-Kryptlock-Laser außen weg, weil wir das auch in die 2N-Technik dann integriert kriegen. Das heißt, als Kunde habe ich halt einfach ein anderes Benutzererlebnis. Wenn ich zu meinem alarmgesicherten Haus komme, halte meinen RFID-Token davor, dann wird die Alarmanlage unscharf geschaltet, die Haustür wird geöffnet, ich kann innen noch irgendwelche Automatismen auslösen. Das ist halt sehr nice einfach. Genau, das ist ja auch genau das, was wir wollen. Also zum einen natürlich den optischen Vorteil, sage ich mal, dass ich wirklich nur noch ein Element habe, also eine Klingelsprechanlage in Kombination mit Zugangskontrollsystem, wie Sie es eben gesagt hatten, und natürlich eben die Vielfältigkeit, ganz klar. Ja, also klar, ich kann nicht nur eine Tür öffnen, ich kann nicht nur das Licht anmachen, ich kann das alles kombinieren, ich kann für Speditionen beispielsweise auch direkt sagen, ich vergebe feste Zugangscodes, sei es jetzt der numerische Code oder eben per RFID-Chip, wo ich dann eben auch noch verschiedene Dinge im Hintergrund ausführen kann. Sei es jetzt eine E-Mail an den Dispositionsleiter, der dann eben informiert wird, aha, der Lieferant XY mit dem Code ist gerade eben gekommen. Also auch da wieder sehr, sehr vielfältig und das Ganze eben für den Außenstehenden kompakt gehalten. Also offenes System, einerseits SIP-Standard, andererseits aber es gibt eine API, die ich als Integrator, Planer dann verwenden kann, um, ich sage mal, beliebige Events irgendwie aufzunehmen, zu triggern. Man kann auch sogar eine Information zurückspielen. Wir können eine Wave-Datei draußen abspielen. Wir nutzen das zum Beispiel, Alarmanlage wurde unscharf geschaltet, dass ich einfach ein Feedback bekomme draußen. Das ergibt nochmal eine ganz andere Dimension an Einfachheit für den Benutzer. Das ist ja also aus Planerbrille immer das Ziel. Ich habe zwar viel Technik, ich brauche diese Technik auch, weil ich brauche Zugangskontrolle, ich habe eine motorische Haustür. Ja. Ich brauche eine Klingel und die Klingel muss auch sowohl die Kinder anrufen können, als auch die Eltern und nachts soll sie stumm geschaltet sein. Also die Anforderungen sind ja erstmal da durch die Technik. Und das wieder runter zu filtern auf ein Benutzerinterface, was irgendwie
handelbar ist für jemanden, der gar nicht so tief drin sein möchte in der Technik. Ja. Das ist halt die Challenge. Ja. Und das funktioniert halt mit der Technik. Genau, das wollen wir natürlich auch. Ich meine, es hilft niemandem, wenn man einen großen Baum oder einen großen Wulst an Möglichkeiten bietet, aber man erstmal 3 Jahre studieren muss, um überhaupt zu verstehen, wie funktioniert es, wie kann ich es einstellen. Das wollen wir natürlich eben nicht. Und das können wir, glaube ich, auch ganz gut darstellen, dass wir die Einstellung relativ einfach eben geben, an die Hand geben, sodass es mit einer kurzen Eingewöhnungs- oder Einlesungsphase ganz klar relativ einfach zu bewerkstelligen ist. Vielleicht können Sie mal 2 Sätze sagen zum Thema Wave Key, also dieses auch, wie einfach kann ich eine Tür aufmachen, ist ja auch, ich will nicht sagen revolutionär, aber es ist auch ein sehr schöner Ansatz bei 2N, dieses wie betrete ich mein Gebäude? Genau. Das zu lösen, sag ich mal. Genau, also WaveKey ist für uns so ein bisschen quasi die Zukunft. WaveKey besagt quasi, dass ich anstelle eines Transponders oder eines festen Codes mein Handy quasi nutze und per Bluetooth die Tür öffne. Das funktioniert folgendermaßen. Ich habe die Bluetooth auf meinem Handy aktiviert, ganz wichtig. Ich nähere mich der Tür, also der Anlage, der 2N-Anlage und innerhalb von 0,8 oder 1,8 Sekunden weiß die Tür, ob mein Handy berechtigt ist, den Zugang zu bekommen oder nicht. Woher wissen Sie das? Weil ich eine App auf dem Handy habe und diese App ist quasi mit der Klingel gekoppelt. Wenn Sie so wollen, genau. Ja. Weil nicht die App, sondern quasi immer noch mein Bluetooth-Signal ist dann eben gekoppelt und gibt quasi die Identifikation und die Anlage weiß dann eben sofort, ob ich berechtigt bin oder nicht. Mhm. Jetzt habe ich dann natürlich mehrere Optionen, wie öffne ich die Tür? Also ich muss immer noch einen Impuls geben, weil kann ja auch sein, dass ich einfach nur an der Tür vorbeilaufe und vielleicht woanders dahin will. Ja, dann sollte die Tür natürlich nicht aufgehen. Und deswegen kann ich entweder einmal auf den Laser, auf den Bluetooth-Laser einfach nur drauf tippen und die Tür geht auf. Ich kann aber auch, wenn ich jetzt beispielsweise eine Garagenzufahrt habe, einfach über mein Handy, über die App mit einem Knopfdruck die Tür öffnen. Ist natürlich super praktisch, wenn es regnet. Ja, ich kann im Fahrzeug bleiben. Ich muss nicht irgendwie draußen in den Schlüssel reinstecken oder irgendwas dergleichen. Oder aber, was ich auch machen kann, ich kann das Handy rausholen und vor den Laser halten. Sprich, per NFC kann ich eben bei Android auch noch die Tür öffnen. Und wenn ich es zu 100% kontaktlos haben möchte, dann kommen wir wieder zum Wave, zum Winken, zum Wave Key. Dann kann ich einfach, wenn ich eine Kamera noch dabei habe, einfach durch die Bewegung den Auslöser eben geben und die Tür öffnet sich, wenn ich mein Handy dabei habe. Und das Coole ist, ich kann es konfigurieren. Ne? Ich Absolut. Kann für jede Tür entscheiden, wie hoch Absolut. Ist meine, ich sag mal, mein persönliches Sicherheitsanforderung oder mein Gefühl, quasi, wie sicher möchte ich diese Tür gestalten. Ja. Und dann über die API kann man das auch umschaltbar machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, es ist jemand im Haus, also die Erwachsenen sind im Haus, die Kinder dürfen dann einfach rein und rausgehen beispielsweise. Ja. Oder also kann man sich jetzt beliebige Szenarien Absolut. Ausdenken. Wenn die Alarmanlage scharf geschaltet ist, dann brauche ich 2-Faktor-Authentifizierung, weil ich will, dass sie sicher unscharf geschaltet ist und nicht einfach nur durch Winken. Ja. Das ist halt sehr cool, weil ich dann unterschiedliche Granularitäten an Sicherheit. Absolut, das ist auch ein guter Punkt. 2-Faktor-Authentifizierung, auch da können wir natürlich wieder eine gewisse Sicherheitsbarriere und eine gewisse Sicherheitsstufe bieten, um halt eben das unberechtigte Türöffnen nahezu auszuschließen. Ja. Ja, weil es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt beispielsweise einen Transponderlaser habe. Den Transponder, na, man kennt es, den kann ich vielleicht mal verlieren. Ja, ist jedem schon mal vielleicht passiert. Wie den Haustürschlüssel natürlich auch. So also kann ich aber eben mit der 2-Faktor-Authentifizierung nochmal eben einen Zusatz einbauen, wie beispielsweise einen Code. Ne? Das heißt, wenn jemand den Transponder findet, braucht er trotzdem immer nochmal den Code, um eben Zugang zum Gebäude oder zum Bereich zu bekommen. Wer muss es konfigurieren? Wer kann es umstellen? Also was kann der Planer machen und was kann ich als Endanwender also tun? Der Hintergrund der Frage ist, viele Systeme, die es früher im Markt gab, waren halt einfach extrem auf den Integrator eingeschränkt und ich als Benutzer konnte, ich sag mal ein Beispiel, beim Kira Home Server nicht mal das Hintergrundbild ändern oder ein anderes Foto hochladen. Das war sehr eingeschränkt. Was kann ich denn als Benutzer? Was darf ich denn als Benutzer? Kann ich das einstellen? Also als Endnutzer, ja, kann ich zum Teil einstellen. Kommt natürlich immer darauf an, wie es von oben her verwaltet wird. Habe ich jetzt bei einem Wohngebäude eine Hausverwaltung beispielsweise, die sich darum kümmert, die das Ganze eben aus der Ferne natürlich auch verwalten kann. Also es muss beim Gebäude, bei der Verwaltung niemand mehr vor Ort sein, um eben jetzt den Nachnamen des Bewohners zu ändern, wenn eine Fluktuation herrscht oder irgendwas dergleichen. Aber auch die Zugangskontrolle per Handy oder auch per Code kann natürlich auch über ein Besuchermanagementsystem, über unseren Access Commander eben dargestellt werden. Da ist es dann letzten Endes eine Einzelfallentscheidung, wer es letzten Endes verwaltet. Gibt es eine Hausverwaltung, machen es die Bewohner vielleicht sogar selber? Muss man immer schauen im Einzelfall. Aber möglich ist es beides oder nahezu alles, sage ich mal.
Wichtig ist nur zu sagen, dass man nicht vor Ort sein muss, ja, sondern man kann eben natürlich das Ganze auch online aus der Ferne verwalten, was ist natürlich auch nochmal sehr, sehr angenehm und einfach. Ein häufiges Szenario ist ja, ich bin jetzt Bewohner von einem Haus, das hat intelligente Technik, jetzt bekomme ich Besuch. Mhm. Dieser Besuch soll auch temporär dieses Gebäude benutzen können. Mhm. Das heißt, ich will plötzlich jemandem Drittes einen Code zuweisen. Wie würde das funktionieren? Würde ich in dem Fall unseren Access Commander empfehlen, weil ich da eben auch ein Besuchermanagement oder ein Besuchermanagement-Tool eben habe, wo ich eben genau das machen kann. Ich kann Codes generieren, unter anderem natürlich auch QR-Codes, auch ganz neu, was wir jetzt können, den ich dann eben auch direkt verschicken kann per E-Mail oder per SMS. Der Besuch weiß Bescheid, aha, ich habe jetzt den Code, habe den QR-Code, mit dem ich mich quasi identifiziere am Gebäude selbst. Ich als Bewohner kann aber auch genau sagen, der Besuch kommt heute Mittag um 15 Uhr. Der Code ist wirklich erst ab 14.55 Uhr gültig und nur, ich sage es mal, bis 20 Uhr. Also wir erstellen keinen Einmal-Code, wir erstellen einen Einmal-Code, der aber wirklich zeitlich begrenzt ist und der wirklich auch nur für einen begrenzten Zeitraum dann dadurch eben die Berechtigung freigibt. Aber das kann der Bewohner, wenn er das dann möchte, auch selber machen. Dazu brauche ich neben der Klingel einen Server, ein Stück Software. Was brauche ich noch? Naja, das Einzige, was ich dazu brauche, ist natürlich den Internetzugang von der Anlage oder für die Anlage, dass die sich natürlich dann eben die passenden Informationen aus der Verwaltungsoberfläche über den Access Commander holt. Aber auch hier wieder ist zu sagen, die Anlage oder das System, sowohl Innen- als auch Außensprechstelle, müssen nicht dauerhaft online sein, sondern es reicht wirklich nur für die Verwaltungszeit, dass eben die Anlage online ist. Und ansonsten kann ich die Anlage eben komplett offline auch betreiben. Aber der Access Commander ist ein eigenes Stück Software, was ich zusätzlich kaufen muss zu meiner Klingel, oder? Richtig, genau. Okay. Access Commander ist quasi ein extra Tool, was halt eben die Massenverwaltung oder generell die Verwaltung der Anlagen ermöglicht. Wenn ich das Ding nicht habe, was kann ich dann tun zumindest als Benutzer? Als Endbenutzer kann ich erstmal, was die Einstellungen angeht, an meiner Innensprechstelle natürlich sämtliche Werbungskanäle mit Hintergrundbild, Lautstärke, Klingelton etc. Das kann ich natürlich auch immer jederzeit ändern und verwalten. Was ich an der Anlage selbst vor Ort nicht kann, also an der haptischen Anlage, sag ich mal, ich kann jetzt keine Codes oder irgendwas dergleichen. Mhm. Das kann ich wirklich nur über die Verwaltungsoberfläche, wenn ich mich dann eben mit der Berechtigung, mit Passwort und Benutzername auf die Anlage eben draufschaue. Okay. Und darüber kann man aber auch Leute einladen. Das haben wir auch schon ausprobiert bei uns. Mhm. Also ich kann einfach dann sagen, hier, ich möchte jemandem einen Einladungslink schicken. Diese dritte Person kann sich dann kriegt einen Code generiert, quasi einen Zugangscode und kann mit diesem Code dann quasi das Gebäude benutzen. Und wenn ich den nicht mehr haben will quasi in meinem System, dann kann ich den zumindest wieder sperren. Genau, und löschen, das, für die Bluetooth-Kopplung. Das ist aber die Grenze erstmal. Genau, für die Bluetooth-Kopplung, das kann ich direkt an der Anlage oder über die Anlage, über die Verwaltungsoberfläche machen, wo ich dann eben einen Code generiere, den ich dann eben weitergeben kann, den ich dann einfach nur in meiner App, in der Mobile Key App eingeben muss. Und dann eben jederzeit auch die Berechtigung habe, die Tür zu öffnen. Ein Szenario, was bei eKey, also Fingerprint, damals ein bisschen schwierig war. Ich hatte dieses Reineinbau-Hutschienengerät und da musste ich quasi eine neue Person einlernen, eintragen. Dann musste ich in den Keller rennen, zum Schaltschrank rennen, musste dann irgendwie dem an der Haustür sagen, jetzt ist blau, du musst bitte einmal Finger drüber ziehen, zweimal, dreimal. Ist das einfacher? Es kann einfacher gelöst werden, ja. Natürlich wäre das bei uns auch eine Option, dass ich einmal den Finger quasi einlesen muss am Gerät selbst. Ja. Wir haben das Ganze aber natürlich auch mit dem USB-Laser, sodass ich das auch jetzt beispielsweise zentral an einem Ort eben machen kann. Okay. Beispielsweise wieder Verwaltung oder irgendwas dergleichen. Aber natürlich, ich muss einmal den Finger auf irgendeinen Laser drauflesen, damit die Anlage weiß, das ist der Finger. Aber es muss nicht eine zweite Person irgendwo im Keller stehen und irgendwo ein Knöpfchen noch drücken. Ne? Nein. Also das kann ich dann mobil machen. Also, also mit der Verwaltungssoftware, mit dem Laptop in der Nähe. Richtig. Das funktioniert. WaveKey ist ja schon relativ innovativ, auch dass ich einen QR-Code, ich sag mal, an einen Handwerker verschicken kann, zum Beispiel per E-Mail, ist natürlich eine super coole Lösung. Ja. Wo geht da die Reise in Zukunft noch hin? Also es gibt auch so Gerüchte, dass irgendwann mal Gesichtserkennung kommen soll, komplexe Technik, wissen wir von anderen Welten. Kommt es vielleicht? Ist das was, was... Ist natürlich für uns auch ein ganz, ganz großes Thema, weil auch die Nachfrage natürlich dahingehend immer wieder kommt. Wobei wir als 2N und natürlich auch als Access, die da natürlich auch in der Entwicklung einen sehr, sehr großen Teil übernehmen für uns und auch mit uns zusammen, ganz klar, ist es jetzt tatsächlich nichts, was jetzt auf der Agenda ganz oben steht, muss man ganz ehrlich sagen. Weil wir uns natürlich auch ganz auf die Fahne schreiben, wenn wir was rausbringen, muss es wirklich zu 100% funktionieren, es muss fälschungssicher sein und es muss vor allen Dingen auch einfach zu verwalten sein. Mhm. Das sind leider immer noch so ein paar Sachen, was die Gesichtserkennung relativ schwierig darstellbar macht, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen sagen wir jetzt nicht, es kommt dann und dann, sondern... Ja. Vielleicht wird es irgendwann mal in naher Zukunft von uns da eine Lösung geben. Ist allerdings im Moment nicht angedacht, weil wir ganz klar sagen, WaveKey ist für uns im Moment das Nonplusultra. Jeder hat mittlerweile ein Smartphone, ein Handy.
bewacht das dementsprechend auch. Also das gebe ich nicht unbedingt weiter. Es ist ja auch gesichert, also absolut, dadurch, dass es ja mit Face-ID geschützt ist. Ja, natürlich. Ja, deshalb wir einfach sagen, das ist im Moment für uns der Weg, wo wir sagen, über WaveKey, eben über Bluetooth, haben wir eine sichere Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Und alles, was in der Zukunft kommt, dahingehend. Also gibt es eine ganz klare Haltung, was das Authentifizierungsmittel der Wahl ist in Zukunft. Also wir haben sehr lange eKey. Fingerscanner eingesetzt, funktioniert auch super, hat gewisse Vorteile, hat gewisse Nachteile. Absolut. Wenn ich halt die Einkaufskiste in der Hand habe, habe ich keine Hand frei, muss ich die halt abstellen. Ja. Also alle Systeme haben ja so ihre Vor- und Nachteile. Absolut. Und es ist ja auch so ein bisschen eine Gewöhnungssache, an was gewöhne ich mich, wie authentifiziere ich mich. Ja. Gibt es Erfahrungswerte jetzt so auch aus den Nutzungszahlen, dass man sieht, oder was sagt der Markt, was funktioniert denn am besten, was hat sich denn herauskristallisiert, auch als Zukunftsweg? Also deswegen haben wir WaveKey ja tatsächlich auch auf den Markt gebracht, weil das wirklich auch das ist, wo wir sagen, das ist sicher. Ja? Ein Code, den schreibe ich vielleicht mal irgendwie auf. Ja? Den sieht vielleicht jemand, der hinter mir steht, wenn ich jetzt ein festes Codepad habe. Wir haben zwar auch ein digitales, was sich dann immer wieder durchmischt. Ein Transponder hatten wir eben schon, den verliere ich vielleicht mal, den gebe ich vielleicht auch mal weiter. Ja? Das habe ich jetzt keinen emotionalen Bezug zu, sage ich mal, zu so einem Stück Plastik. Ja? Aber beim Handy sieht es natürlich wieder anders aus. Ja? Das und es hat jeder ein Smartphone. Und es hat jeder, genau. Zumindest ab Altersklasse, weiß ich nicht, 12 aufwärts. Richtig, genau. Deswegen sagen wir ganz klar, das ist für uns die Zukunft und das ist das, wo wir eben uns stark positionieren wollen, eben mit der WaveKey-Technologie, um eben sicher die Tür zu öffnen. Wir haben, vielleicht gerade noch mal das ganz kurz abschließend zum Thema Fingerprint, wir haben auch noch einen eigenen Fingerprint-Reader natürlich im Portfolio, wobei man aber sagen muss, die Nachfrage dahingehend ist in den letzten Jahren, gerade durch Corona, natürlich sehr stark zurückgegangen. Ja, natürlich im Einfamilienhaus ist er immer noch gefragt, keine Frage, aber sobald das Gebäude ein bisschen größer wird, wir haben mehrere Bewohner oder auch Mitarbeiter, die eben jeden Morgen irgendwo rein und rausgehen und immer ihren Finger draufhalten, ist jetzt die Frage, die Nachfrage nicht mehr so groß. Smartphones sind natürlich sehr verbreitet und ich sag mal, jeder hat eins, aber ich habe es nicht zwingend immer dabei, weil wenn ich vom Joggen komme oder weil ich halt, junge Kinder haben halt einfach keins oder der Handwerker hat nicht das passende Smartphone zum Gebäude, weil er noch nie da war. Ich brauche ja trotzdem Alternativen. Also WaveKey ist ja so für das, ich sag mal, Daily Business natürlich super. Ja. Gibt es irgendwie trotzdem eine Hierarchie so an, das ist so das Zweitwichtigste, was auf jeden Fall, was man haben sollte? Dann ist es tatsächlich noch der Code, weil den habe ich dann wirklich im Kopf, wo ich natürlich auch sagen kann, Minimum vierstellig, Maximum 16-stellig sind es, glaube ich, aktuell, die wir anbieten können. Aber wenn ich da einen 6-stelligen Code noch irgendwie im Hintergrund habe, als Backup-Lösung, bin ich super ausgestattet, eben mit den zwei Faktoren, wo ich eigentlich sage, dann habe ich alles. Ja, entweder habe ich das Handy dabei oder ich habe es vielleicht mal im Auto vergessen oder es ist leer, das soll ja auch mal vorkommen, habe ich immer noch den Code. Ja. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zur Technik. Was brauche ich denn dann? Also ihr habt ja eine, ich sage mal in Anführungszeichen, eine kleine Klingelanlage, das ist die IP Verso, korrekt, inzwischen 2.0. Korrekt. Und dann gibt es die IP Style, das ist das große Ding mit dem schönen Touch-Display. 10 Zoll Touch-Display, genau. Wann habe ich das kleine und was habe ich, also jetzt will ich genau diese Lösung haben, ich will eine Klingel mit WaveKey und Code haben, was brauche ich ganz grob einfach nur? Wenn ich wirklich alles haben will, also die All-in-One-Lösung, dann ist es die IP Style, weil da habe ich wirklich sämtliche Zugangskontrollmechanismen oder Lösungen, außer den Fingerprint-Reader, den habe ich da nicht. Aber ansonsten habe ich wirklich WaveKey Code, RFID und den QR-Code-Laser sogar dabei. Wenn ich es jetzt ein bisschen kleiner, kompakter haben will, gehe ich eben auf die Verso oder Verso 2.0. Vielleicht noch ganz kurz da der Unterschied zwischen Verso 1.0 und 2.0. Die 2.0 hat jetzt auch die 5-Megapixel-Kamera und auch den APEX 7-Kamera-Chip und ist von der Montage, vom Gehäuse her auch nochmal modifiziert und erweitert. Das heißt, auch mit der Verso 2.0 können wir QR-Codes lesen. Mhm. Und ich brauche, wenn ich das erweitern möchte, per Bluetooth und per Code beispielsweise, einfach nur ein zweites Modul unter dem Kommunikationsmodul. Gibt es mittlerweile auch als Dreierfunktion, also als Zugangskontrollmodul für Code, RFID und sogar Bluetooth. Das heißt, ich habe in einem kleinen Modul drei Lösungen, drei Möglichkeiten, die Tür zu öffnen, wo ich auch wirklich ganz genau sagen kann, Bewohner A geht mit dem Smartphone rein, Bewohner B hat nur seinen Code, Bewohner C hat vielleicht noch einen Transponder und Bewohner D hat gern alles. Ja, also auch da sind wir wieder relativ flexibel. Also auch Klingelmodulbauweise, wie ich sag mal, bei Gira 106. Ich suche mal erstmal mein Klingelmodul aus und dann... Bei der Verso sind wir in der Modulenbauweise. Genau, Zugangskontrollmodul unten drunter, gibt es einen Doppelrahmen. Genau. Einbau, Unterputz oder Aufputz, irgendwo an einem Hoftor, Stahlbetonsäule, was auch immer ich halt habe. Netzwerkkabel dran, fertig. Korrekt. Die große Lösung,
noch den Vorteil, dass ich ja mehrere Klingelziele, glaube ich, anzeigen kann. Richtig. Also ich habe ein großes Display, was kann ich mit dem machen? Genau, also bei der IP-Style habe ich natürlich ein großes Display, wo ich zum einen, wenn ich jetzt ein Firmengebäude habe oder ein Bürogebäude habe, mit schönen großen Firmenlogos arbeiten kann, wo ich mir Unterkategorien auch erstellen kann, wo ich dann wirklich von der Firma in den Vertrieb, in die Technik, Buchhaltung mich rein theoretisch direkt durchsuchen, scrollen kann, eben bis zum richtigen Ansprechpartner, zu dem ich eben möchte. Ich habe bei der IP-Style auch die Möglichkeit, eine Video-to-Video-Verbindung aufzubauen. Also wenn ich jetzt einen Empfang habe und die Empfangsdame oder der Empfangsherr je nachdem gesehen werden möchte, kann ich auch eine Video-Video-Verbindung herstellen. Und also ich sehe denjenigen, der drinnen steht, wenn ich das möchte, wenn der eine auch Kamera draußen hat, quasi. Richtig, das ist ja genau. Nicht üblich für eine Klingel, ne? Sag absolut nicht, ja. Unser Ansatz dahingehend ist natürlich auch wieder so ein bisschen Zeit und Ressourcen zu sparen. Wenn ich jetzt vielleicht ein Gelände habe, wo ich mehrere Eingänge habe, aber nicht an jedem Eingang jemanden sitzen habe am Empfang beispielsweise, sondern nur einen zentralen Empfang habe, können wir das Ganze ein bisschen angenehmer, ein bisschen freundlicher auch gestalten, dass ich als Gast direkt von einem netten Gesicht begrüßt werde, ohne jetzt einfach nur eine elektronische oder eine normale Stimme mir sagt, Sie dürfen rein, Sie dürfen nicht rein, sondern um das einfach nochmal ein bisschen schicker, angenehmer zu gestalten. Kann ich dem auch eine Wegbeschreibung dann einblenden und so weiter? Also kann ich ein Bild zurückspielen? Ja. Sie können keine Bilder verschicken jetzt in dem Sinne. Was Sie aber natürlich machen können, dadurch, dass wir ein großes 10-Zoll-Touch-Display haben, kann ich darüber natürlich Dateien anzeigen oder Bilder anzeigen. Genau, das meine ich. Also als Feedback, ich sage, ich mache dir die Tür auf und jetzt zeige ich dir quasi noch die Karte, wo du hinlaufen musst und so weiter. Ja, ich kann Bilder hochladen, genau, die dann eben den Wegplan darstellen. Genau. Ja. Was wir damit eben auch können und wollen, wir wollen nicht nur, auch da wieder, wir sind keine Standalone-Lösung, sondern wir wollen auch den Besucher informieren. Wenn es denn Informationen gibt, ist jetzt nicht nur der Lageplan, sondern natürlich die Adresse oder auch die Hausnummer natürlich. Aber ich kann auch eben eine kurze Animation abspielen. Wie funktioniert das Ganze? Wie muss ich mich irgendwo anmelden? Muss ich mich irgendwo ausweisen? Das können wir eben darüber auch machen. Das können wir aber nicht nur bei der IP-Style, wenn ich da nochmal ganz kurz zurück darf. Wir haben natürlich auch für die Verso und auch für die Verso 2.0 ein kleines Modul mit einem Touch-Display, worüber wir auch fast dasselbe darstellen können, nur halt eben kleiner und kompakter wie bei der Style. Also dann hätte ich auch ein Telefonbuch, kann man so sagen. Genau, sowas. Wo ich mich durchscrollen kann, wo ich Namen suchen kann, auch wieder Unterkategorien bilden kann. Das kann ich auch über die Verso machen. Das wäre jetzt optional das dritte Modul, was ich bräuchte, wenn ich jetzt die Anforderung habe, dass ich noch ein Display habe, um komplexere Klingelziele zum Beispiel zu erhalten. Dann bin ich im Dreierbereich des Rahmens. Ja. Aber mehr brauche ich nicht. Dann mehr brauche ich nicht. Okay. Ja. Sie haben ja gerade gesagt, ich habe mehrere Zugangstore in einem Industriegebäude. Wenn man das jetzt in klassischer Zweidrahttechnik plant, dann gehen in meinem Kopf sofort auf, ich brauche diverse Repeater und Splitter und all diese Zusatzmodule, um diese Zweidrahttechnik zu skalieren, was ja nicht so ganz trivial ist. Das habe ich natürlich bei SIP nicht. Ich habe eigentlich nur mein Außengerät. Und ich kann es ja beliebig groß und klein aufbauen. Ich habe einfach mein Netzwerk und kann alles hinstellen. Das ist auch das Schöne. Also wir sind auch da wieder nicht in irgendeinem Rahmen, außer natürlich bei der Außeneinheit, was haptisch ist, in irgendeinem Rahmen. Ja, das heißt, wir können das jederzeit hochskalieren. Gerade auch wenn wir, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel von Bürogebäuden, man hat ja heutzutage immer öfter Open Offices oder Open Spaces, wo eben verschiedene kleine Firmen sich einmieten können und dann einen Büroplatz mieten können, wo wir auch da wieder sehr schnell sagen können, ob es jetzt heute 10, morgen 20 und übermorgen 5 sind, spielt überhaupt keine Rolle. Ja, weil ich brauche nicht zwangsläufig für jeden Endanwender eine feste Innensprechstelle an der Wand, sondern kann das eben übers IP-Telefon, übers Handy oder wie auch immer laufen. Also der größte Schmerz, den wir so von Kunden zurückgespielt bekommen haben in der Vergangenheit, ist zum einen, die Kameratechnik ist halt einfach unter aller Sau für das, was ich bezahle. Zweidrahttechnik ist einfach eine Grenze, eine technische Grenze, die Hersteller natürlich irgendwo haben, weil sie die Daten nicht transportiert kriegen. Genau. Das haben wir gelöst. Und der zweite große Schmerz ist, dass die Kunden sagen, ich will einfach eine Weiterleitung auf mein Handy haben und die muss bitte funktionieren. Also das ist offenbar ja auch keine triviale Lösung, also nicht trivial, das zu bauen, sondern offenbar schwierig mit Cloud-Server und so weiter. Ja. Wie gut funktioniert es denn bei euch? Ja, wir haben eine Cloud-Lösung, also über My2N läuft quasi die Verbindung oder die Kommunikation auf die App. Wir haben unsere eigene App, das ist ganz wichtig zu sagen. Wir haben eine eigene App entwickelt dahingehend und haben dadurch natürlich eine sehr, sehr hohe und genaue Trefferquote, um es mal so zu sagen. Mhm. Ja. Ich meine eigene App haben ja alle. Also wir hatten eine eigene App. Die auch bei uns gehostet ist. Okay. Ja, so genau.
die auch bei uns gehostet ist. Und darüber können wir eben auch eine sehr, sehr schnelle Geschwindigkeit darstellen. Also innerhalb von 0,8 Sekunden, wenn ich draußen drücke, klingelt es auf meinem Handy, wenn die Verbindung steht. Mhm. Ja. Eine Sache ist aber ganz wichtig zu sagen, jetzt jeder weiß das ja leider, dass das deutsche Mobilfunknetz nicht das Beste, nicht das Stärkste ist. Natürlich brauchen wir hier auch eine LTE-Verbindung, die halt eben die Bildübertragung und so schnell und Tonübertragung dahingehend ermöglicht. Also wenn ich irgendwo bin, wo ich guten Empfang habe, ja, kriege ich dann mehr als ein Frame pro Sekunde? Absolut. Ja, ja, ich kriege ein ganz klares, flüssiges Bild und kann mit demjenigen auch direkt kommunizieren. Ja. Ich habe auch da keine große Zeitverzögerung, was die Kommunikation angeht, was natürlich auch super kontraproduktiv wäre. Und ich kann natürlich auch über die App die Tür öffnen. Das ist auch ganz, genau, cool. Also was ich ja aus Endanwender erwarten würde, die Klingel ruft mich an, das ist so wie bei WhatsApp, dann klingelt mein Homescreen tatsächlich. Korrekt. Mit tiefen Integration Klingelanruf. Jawohl. Dann gehe ich da dran, dann sehe ich den, dann kann ich mit dem reden, dann kann ich sagen, du darfst rein oder nicht. Rein oder nicht. Und das ist so. Das ist so. Okay. Warum, genau, können die anderen das nicht? Das weiß ich nicht. Da müssten wir tatsächlich mal die anderen fragen. Okay. Also, es ist auf jeden Fall nicht trivial. Wir werden mal einblenden jetzt so, wie das vom Screen aussieht, dass man einfach eine Vorstellung hat. Ja. Unsere Erfahrungen sind tatsächlich auch positiv. Gibt es technische Grenzen? Was ist denn, oder könntest du sagen, was sind so Hürden, die man daneben muss? Ist einfach jetzt LTE-Datengeschwindigkeit einfach ein Problem oder muss das Kamerabild vorher komprimiert werden? Nee, das was macht, was das, die Challenge ist oder was ist denn die technische Hürde? Die Challenge ist tatsächlich Hürde. Die Erreichbarkeit des Endgerätes. Also okay. wo befindet sich gerade das Handy? Weil natürlich sollte ich nicht jetzt im tiefsten Keller sein und vielleicht auch nicht auf den ländlichsten Gebieten, sage ich mal. Der Empfang, das ist natürlich das A und O. Okay. Ja, aber ansonsten, dadurch, dass es halt eben unsere eigene gehostete App ist, haben wir da sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial und auch Know-how reingesteckt, um halt da eben auch wieder was auf den Markt zu bringen, was zum einen sehr, sehr schnell und sehr, sehr verlässlich ist. Ich denke, das zeigt auch die Zahl, dass wir im Moment knapp 1,5 Millionen Anrufe über unsere Cloud halt eben darstellen und weiterleiten, die eben erfolgreich sind. Es geht ja um Datenvolumen, das heißt, alles, was die Klingelanlage an Daten generiert, geht ja über euren Server zurück zum Endgerät. Correct. Muss ja einer bezahlen, in aller Regel zahlt das ja indirekt dann doch der Endkunde. Ja. Kostet mich das was? Muss ich ein Abo abschließen? Ja, tatsächlich ist das die einzige Option bei 2N, die laufende Kosten verursacht, um es mal so zu sagen. Klingt im ersten Moment ein bisschen negativ vielleicht, ist es aber eigentlich gar nicht, wenn man sieht, was dahinter steckt. Ja, nämlich zum einen eben die Verlässlichkeit, wie ich eben sagte, und halt eben auch die Geschwindigkeit. Mhm. Das können wir halt eben dadurch, dass es unsere eigene gehostete App ist, darstellen. Kostet aber leider, wie so vieles oder alles in der Welt. Deswegen haben wir gesagt, verlangen wir dafür einen Betrag. Der liegt pro Endgerät, also es gibt zwei Varianten, einmal die Apartment-Variante und einmal die Device-Variante, wenn ich so will. Also einmal ein Apartment, wo wir sagen, bis zu 4 Endgeräte sind da inkludiert oder halt eben die Einzelvariante, die dann eben nur das Einzelgerät ist und auch aufstockbar quasi ist. Also klassisch Einfamilienhaus, ich als Familie habe maximal 4 Smartphones, sagen wir mal, einstelligen, zweistelligen Euro-Betrag bezahlen. Es sind knapp um die 36 Euro im Jahr. Okay, also 3 Euro im Monat, die ich bezahlen muss dafür, dass ich was dann kriege, dass meine Anrufe weitergeleitet werden aufs Handy. Genau, auf die App, ja, in dem Fall sogar auf 4 Endgeräte, ja. Wo ich natürlich auch wieder genau sagen kann, morgens Schulkinder, da soll es natürlich in der Schule nicht klingeln, ja, sondern nur bei den Eltern beispielsweise, nachts natürlich genauso, ja. Das kann ich eben auch alles darüber eben einstellen. Ich habe auch... Das stelle ich in der App ein, als Endbenutzer, ja, wann mein Smartphone quasi klingeln soll. Genau. Okay. Ja. Sie haben natürlich auch eine Log-Datei, wenn Sie so wollen. Also ich kann auch sehen, wenn ich jetzt beispielsweise das Handy nicht dabei hatte, weil ich beim Sport bin oder wie auch immer, kann ich dann eben sehen, es hat jemand geklingelt, wer war es denn? War es der Postbote, war es der Nachbar? Wie auch immer, dass ich das auch eben im Nachhinein eben alles nachvollziehen kann, was ja auch wichtig ist. Ist dieses Klingelthema oder angerufen werden so tief integriert, wie das bei... Also auf dem iPhone, so wie das bei WhatsApp ist, dass tatsächlich ein Klingelscreen kommt? Ja, ich kann es tatsächlich einstellen. Also möchte ich, dass es wie der Klingelscreen ist. Ja. Oder reicht mir eine Push-Up-Benachrichtigung, die ich dann eben einfach nochmal öffnen muss und dann eben das Kamerabild bekomme? Das kann man sogar konfigurieren. Korrekt. Ja, das ist cool. Also es ist ein sehr neuralgischer Punkt auf jeden Fall bei Endkunden. Ja. Warum muss ich überhaupt dafür bezahlen als Endkunde? Weil ich kaufe ja schon eine Klingel für einen vierstelligen Euro-Betrag. Mhm. Warum machen das alle so? Ist da eine Antwort auf die Frage? Naja gut, also klar, wenn es wirklich verlässlich funktionieren soll, dann kostet es irgendwann. Das ist leider so. Ich sag mal, eine kostenfreie Lösung können viele, die dann aber immer so ein bisschen die Macken hat und wo man sich dann auch relativ schnell von frei machen kann als Hersteller und sagen kann, tja, sorry, ist halt leider so. Wir stehen aber natürlich dahinter und dazu und sagen, okay, wir können es wirklich und es funktioniert auch wirklich. Also ich zahle halt einen symbolischen Eurobetrag, also aus Kundensicht zahle ich einen symbolischen Eurobetrag. Dafür sagt der Hersteller, okay, ich baue eine Lösung, die halt wirklich zuverlässig ist. Ja. Das Spiel. Ja,
Absolut. Okay. Das ist, glaube ich, schon fast das größte Alleinstellungsmerkmal am Markt, eine Lösung für die mobile Nutzung zu haben, die tatsächlich gut ist und funktioniert. Ja. Dauerhaft. Brauche ich überhaupt noch eine Innensprechstelle, wenn ich Handy habe? Nein, ganz komplett über das Handy laufen lassen. Ich brauche keine feste, fixe Innensprechstelle an der Wand. Machen das tatsächlich viele Leute so? Dass sie nur noch das Handy nutzen? Ja. Natürlich, klar. Es gibt viele, viele Leute, die auf eine feste Innensprechstelle verzichten, weil sie einfach sagen, es ist natürlich bequemer, komfortabler. Egal wo ich bin auf der Couch, ich bin beim Rasenmähen, ich bin beim Sport, wie auch immer. Das Handy habe ich dabei. Wenn es klingelt, bin ich sofort da. Ich muss nicht erst den Weg zur Tür laufen. Auch gerade die ältere Generation, ja, wo jetzt vielleicht das Handy zwar noch nicht so im Alltag integriert ist, ja, die aber wissen, okay, wenn ich das Handy auf dem Tisch liegen habe, muss ich nur das Handy greifen. Ich muss nicht den Weg zur Wohnungstür oder zur Haustür machen, wenn ich das Handy dabei habe. Es gibt ja noch einen kleinen Hack. Ich kann an die 2N-Klingeln ja auch Relais anschließen. Das heißt, ich kann in meinem Einfamilienhaus dann im Prinzip einen ganz klassischen Klingelgong installieren. Das heißt, es klingelt jemand draußen und innen macht tatsächlich Ding-Dong. Genau. Und ich habe aber trotzdem den Vorteil, dass mein mobiles Endgerät halt da ist, wo ich gerade bin. Das heißt, ich höre auf jeden Fall die Klingel, egal ob das Handy aus ist oder im Stummmodus ist oder nicht da ist und so weiter. Das heißt, ich habe eine ganz normale Klingelsituation, habe aber den Vorteil, egal wo ich mich befinde in meinem Gebäude, ich habe das Handy dabei und kann dann mit demjenigen auch telefonieren. Das ist sehr cool. Ja. Was könnt ihr noch besser als der Wettbewerb? Ich hatte es vielleicht eingangs schon mal kurz erwähnt. Was uns natürlich absolut auszeichnet, und das wird auch definitiv bei den nächsten Produkten, die in den nächsten Monaten und Jahren von uns auf den Markt kommen, ist ganz einfach die Technik, die dahinter steckt. Das ist wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Wir sind aktuell wirklich der einzige Anbieter am Markt, der eben den ArtPack 7 Kamerachip integriert hat. Und das wird natürlich noch weitergehen. Ja, also da wird kein Stillstand herrschen, was eben neue Produkte und neue Innovationen angeht, sondern da werden wir uns kontinuierlich und auch relativ schnell, so wie es in den letzten Jahren auch schon war, weiterentwickeln. Natürlich ganz klar mit dem Ohr am Markt, was ist gefordert, was ist gewünscht, ja, sodass wir da eben auch mit einer absoluten Top-Qualität reagieren können und eben auch dementsprechend was anbieten können. Aber wo geht's da hin? Brauche ich irgendwann 4K-Bilder auf meinem Smartphone oder also in welche Richtung? Kann man das Thema Klingel überhaupt noch weiterdenken? Ja, ich glaube schon. Also klar, da sind natürlich noch so viele Möglichkeiten, gerade was auch die Integration angeht. Ne? Es sind da natürlich noch sehr viele Dinge möglich, woran man vielleicht heute auch noch gar nicht wirklich denkt. Ja? Da geht es auf jeden Fall noch weiter. Also ich glaube nicht, dass dieses Klingeln, ja, dass das einfach endet in dem Moment, wo man die Tür aufmacht. Da gibt es bestimmt noch ganz viele Möglichkeiten. Gibt es Auto-Integrationen schon? Also in den Autos gibt es ja auch, wie heißt dieser Stand? Homelink, glaube ich. Ja. Seid ihr da auch dran? Weil das ist ja auch nochmal ein Bruch in der Technik. Ich habe ein Auto, das hat einen Knopf, damit will ich mein Garagentor öffnen, aber wir müssen dann in der Integration oft irgendwie die Schnittstelle bilden von so, eigentlich will der sein Garagentor öffnen, aber die Alarmanlage ist irgendwie noch scharf. Also das direkt haben wir jetzt aktuell nicht auf der Agenda, aber womit wir es natürlich so ein bisschen einfacher wieder darstellen können, ist eben wieder Wave Key, ja, dass ich eben im Auto einfach nur mein Handy raushole, die App öffne und sage, nicht die Haustür soll geöffnet werden, sondern der zweite Button, das Garagentor. Ja, das geht natürlich auch. Ja. Ja. Ansonsten Kameraqualität wird sich sicherlich noch verbessern im Laufe der Jahre. Das ist natürlich so ein Punkt, da geht es natürlich immer weiter und immer mehr ins Detail, gerade wenn wir jetzt mal ein bisschen aus dem Wohnbereich weggehen, wieder ein bisschen in Richtung Industrie. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, unsere Kameras oder unsere Gegensprechanlagen auch zur Überwachung zu nutzen. Ja, ich habe eine Bewegungserkennung in den Kameras, ich habe eine Geräuscherkennung, die ich eben auch einstellen kann und auch mir dementsprechend definieren kann. Da ist natürlich die Kameraqualität immer wichtiger. Das heißt, diese Kamera ist nicht nur Klingelkamera, so ist es ja aus rechtlichen Gründen, auch bei vielen anderen Herstellern. Wenn ich die Straße beobachte, dann darf ich quasi diese Kamera nur einschalten, wenn jemand klingelt in diesem Augenblick. Mal abgesehen von dieser Grenze, dass ich halt auf meinem Grundstück bleiben muss, kann ich aber dann die Kamera in den Klingelanlagen auch als klassische Überwachungskamera nutzen und vollständig einbinden und auf den Stream zugreifen. Richtig, genau. Ich kann mir einen Stream rausziehen jederzeit oder auch dauerhaft natürlich, ja, sei es jetzt auch ein Videomanagementsystem. Es ist kein Problem, dass ich eben das integriere und kombiniere. Ja. Natürlich aber alles DSGVO-konform, das ist immer ganz wichtig. Klar, dem unterliegen wir auch. Wir sind europäische Hersteller dementsprechend. Also Vorteile, glaube ich, haben wir genug besprochen. Hätte ich jetzt auch wenig Einwände aus unserer praktischen Erfahrung, die jetzt gegen SIP-Technologie sprechen. Klar, ich mache mich
abhängig von der Netzwerkinfrastruktur im Gebäude. Das ist halt so ein Nachteil, den ich habe. Die klassische Klingel mit Klingeltrafo im Keller, die seit 50 Jahren da hängt, die funktioniert halt einfach immer. Ne? Und SIP-Technik habe ich plötzlich Netzwerk dazwischen, habe einen PoE-Switch dazwischen. Da kann ich irgendwie blöde Sachen auch konfigurieren, dass die Klingel nicht mehr funktioniert und so weiter. Klar. Das ist halt nochmal eine Zusatzkomplexität, die ich in Kauf nehmen muss an der Stelle. Worüber ich ganz gerne noch kurz sprechen möchte, ist das Thema Design. IP-Style, ja ein sehr schönes Produkt, relativ groß, also größer, als man sich vielleicht so aus dem Katalog vorstellt. Ja. Die IP-Verso, ich sage mal optisch okay. Wir haben die auch im Innenbereich oft eingesetzt als Zugangskontrolllösung mit den Modulen. Da haben wir manchmal dann schmalere Rahmen selber entwickelt und lackiert, weil für die Lösung optisch jetzt nicht so 105% gefallen hat, sagen wir mal so. Wird da was kommen? Wird sich das ein bisschen ändern? Wird 2N, ich sag mal so, aus der Technikschublade schon nochmal so diesen Designschritt machen und sagen, okay, wir machen diese Klingel nochmal eine Stufe schicker und noch vielleicht ein bisschen mehr sexy, als sie jetzt ist? Ja, klar, Optik liegt halt immer im Auge des Betrachters, ganz klar. Jetzt muss man, also ja, es wird nochmal neue oder andere Gegensprechanlagen von uns geben, die eben auch designtechnisch ein bisschen anders aussehen werden. Gerade für den Einzelzugang, sag ich mal, oder das klassische Einfamilienhaus. Die Verso an sich, muss man aber ganz ehrlich sagen, aus unserer Sicht hat sie sich einfach so, wie sie ist, bewährt. Ja. Die Style sowieso, ich meine, klar, haben wir auch gewisse Designpreise schon durchaus gewonnen. Vielleicht gerade nochmal dahingehend, was die Größe angeht, der IP-Style. Ja, die ist groß, das soll sie auch sein, weil sie durchaus auch auffallen soll. Ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt, wir wollen auch informieren. Mhm. Ja, da brauchen wir eine gewisse Größe. Wir sagen ganz klar, warum soll eine Gegensprechanlage mit Zugangskontrollsystem, warum soll die nicht auch auffallen am Gebäude? Ja. Ja. Also das heißt, um da, ich sag mal, konkurrenzfähig zu bleiben, ich sag mal, gegen Siedle, gegen vielleicht eine Basalte, Adelante, die ja extrem optisch hochwertig sein wird, werdet ihr da drauf reagieren? Wird es da auch nochmal neue Produkte geben? Oder wird es ein Remake geben, gleiche Technik, andere Optik? Wie gesagt, wir werden uns immer weiterentwickeln, wir werden immer neue Produkte dahingehend auf den Markt bringen. Wie die dann sich letztendlich optisch darstellen, das vermag ich heute noch nicht zu sagen. Aber im Moment sind wir stylisch doch relativ zufrieden mit dem, was wir anbieten können. Okay. Das liegt halt immer im Auge des Betrachters, ganz klar. Ich überlasse Ihnen nochmal das Wort, fassen wir nochmal zusammen. Was kann 2N, was könnt ihr noch nicht, wo wollt ihr hin? Ja, also wie gesagt, wo wir sehr, sehr stark sind, eben was die IP-basierte Gegensprechanlage und eben Zugriffskontrolle angeht, wo wir einfach hinwollen, ist, dass wir noch bekannter werden, einfach noch mehr mit dem, ich sag jetzt mal, Mythos aufräumen, Klingel muss Zweidraht oder kann nur Zweidraht oder wir können kein Zweidraht, damit wollen wir auch aufräumen, weil das können wir in gewissen Fällen auch. Und wo letzten Endes die Reise hingeht, ist für uns auch relativ klar. Wir wollen stärker am Markt präsent sein. Wir wollen einfach mehr Lösungen, mehr Lösungsansätze vielleicht auch bieten, womit wir eben zeigen können, dass wir nicht nur in diese Nische der Gegensprechanlage und der Zutrittskontrolle passen, sondern eben noch ganz viele weitere Sachen, gerade was auch Home Automation beispielsweise angeht, eben da sehr, sehr breit aufgestellt sind und da eben weiter vorankommen wollen und auch natürlich dementsprechend auch für die Zukunft das Ganze komfortabler, schneller und einfacher gestalten wollen und anbieten wollen für den Endverbraucher, aber auch den Installateur. Das ist für uns auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir den Installateur oder die Installateure eben abholen wollen, dass eben da die Scheu auch noch mal ein bisschen genommen wird vor IP. Trotzdem noch mal ganz provokativ die Frage, wo müsst ihr noch besser werden? Gibt es irgendwas, wo man trotzdem noch sagen kann, ja, da gibt es einen Mitbewerber, der ist da einfach noch stärker und da gibt es ganz klar die Ausrichtung, da wollen wir hin? Natürlich gibt es Ziele, die wir haben, auch gerade was die prozentuellen Marktanteile angeht, ganz klar, wo wir uns auch absolut in der Lage sehen, sagen, okay, wir können gewisse Dinge besser und auch anders, gerade wenn wir über die Bildqualität sprechen, gerade wenn wir über die Möglichkeiten sprechen, die auch noch dahinter stehen, muss man ganz klar sagen, dass wir da durchaus sehen, dass wir einen absoluten Vorteil haben gegenüber anderen Anbietern und auch gerade was die Skalierbarkeit, wir hatten es auch nochmal, ja, dass ich da wirklich sehr, sehr flexibel bin. Ja. Ich lege mich jetzt nicht auf eine Systemgröße bei uns fest, sondern kann das jederzeit, wie ich es gerade brauche, eben anpassen. Das ist schon was, wo wir sagen können, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt oder natürlich auch gerade was das letzten Endes das Gebäude an sich angeht, ja, oder die Gebäude, wenn es ein größeres Gelände ist, ja, wo wir wirklich für jede Gewerksgröße, jede Gebäudegröße ein passendes Angebot haben, sei es jetzt die Zutrittskontrolle, sei es die Gegensprechanlage oder sei es eben die Kombinationslösung. Und das eben alles relativ kompakt,
einfach, also entweder nur beim Netzwerkkabel, was man eben reinstecken muss, aber natürlich dementsprechend, ich muss es immer wieder dazu sagen, abgesichert. Da sind wir, glaube ich, schon auf einem sehr, sehr guten Weg, aber Ziele muss man immer haben, nicht nur persönlich, sondern auch als Unternehmen, wo wir ganz klar sagen, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Das ist eine spannende Reise. Also in meinem Kopf auf der Haben-Seite haben wir ganz viele Punkte genannt. Auf der Soll-Seite ist in meinem Kopf eigentlich im Moment nur das Thema Design. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der das aggressiver angeht, sage ich mal. Wenn es nur das ist. Ich glaube, Preispunkt ist auch völlig okay. Also da muss ich zwar auch überhaupt nicht verstecken. Ja. Ich kann schnell 4.000, 5.000 Euro für eine vielleicht etwas hübschere Lösung ausgeben, die dann aber deutlich weniger kann unter der Haube. Also euer Preispunkt ist, finde ich, sehr moderat für das, was ich tatsächlich kriege an technologischer Lösung, ja. So würde ich es mal formulieren. Das ist auch da wieder so ein bisschen klar, wir sind nicht die günstigsten, sind aber auch nicht die teuersten, aber ich glaube, wir spielen in einem sehr, sehr guten Preisrahmen mit dem, was wir wirklich können, so wie Sie es eben auch sagten. Das kann man, denke ich, durchaus so sehen, das ist auch das, was wir wollen, dass wir eben jetzt nicht die Anlagen verscherbeln oder aber auch nicht zu horrenden Preisen anbieten. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Mittelweg gefunden. Worauf ich auch gerne noch kurz eingehen würde, ist das Thema Wertigkeit, Oberflächenqualität. Mhm. Aus welchem Material besteht die Klingel? Wie wertbeständig ist sie? Da vielleicht gerne noch mal kurz was. Muss man natürlich jetzt auch immer zwischen den einzelnen Produkten unterscheiden. Ja. Ja. Also jetzt beispielsweise unsere Verso, was ja ein bisschen auch die Verso 2.0 logischerweise, mit dem Edelstahlrahmen kommt sie. Was man da auch wieder sagen muss, dadurch, dass wir jetzt seit 2016 zur Axis-Gruppe gehören, sind wir weltweit aktiv. Das heißt, ein Produkt, was bei uns in Prag, wo wir selber noch produzieren, das Werk verlässt, weiß tatsächlich nicht, wo komme ich hin. Mhm. Komme ich jetzt nach Norwegen, wo es auch mal richtig knackig kalt wird? Oder komme ich beispielsweise nach Dubai, wo natürlich andere klimatische Verhältnisse herrschen? Macht den Anlagen erstmal alles überhaupt nichts aus. Gerade hier in Deutschland sind wir in einem sehr angenehmen Klima meistens dann doch unterwegs, sodass da die Anlagen überhaupt keine Probleme haben. Und was wir auch vermeiden, ist jetzt irgendwie groß Plastikanteil zu verwenden, der dann natürlich im Außenbereich durch Sonne, durch Kälte, durch Nässe spröde wird oder vergilbt. Ja. Das haben wir eben nicht. Also da sind wir sehr, sehr qualitativ hochwertig unterwegs. Also Metalloberfläche. Richtig. Festhalten? Okay. Genau. Ja. Natürlich brauchen wir an gewissen Stellen natürlich Plastik, sei es jetzt die Abdeckung oder irgendwas dergleichen. Aber es ist dann wirklich so, dass da keine Vergilbungsgefahr oder Spröde, das passiert definitiv nicht. Vielleicht noch ein Satz ganz kurz zu den Farben an sich, die wir anbieten. Gerade jetzt wieder bei der Verso. Da halten wir uns relativ dezent mit Schwarz und Nickel. Wir hatten es eben schon mal kurz wegen dem Design. Aber Schwarz und Nickel ist tatsächlich so ein bisschen für uns das, wo wir sagen, das ist standardmäßig. Das kann sich jeder relativ gut vorstellen. Wenn es dann eben ein bisschen exorbitanter sein soll, dann halt eben die Style, die dann einfach noch ein bisschen schicker, edler hinzukommt. Aber auch da, wir haben zwar eine 10 Zoll Touch-Oberfläche oder ein Display, aber auch hier ist es wirklich gehärtetes Glas, auch nochmal mit einer Beschichtung, die sogar antibakteriell ist, wenn ich es dann möchte. Also auch da habe ich keinerlei Probleme, dass irgendwelche Rückstände bleiben, die irgendwie bakteriell behaftet sind. Und ich sage mal so, wenn es wirklich ganz zum einen robust sein soll und nahezu unzerstörbar, haben wir immer noch unsere IP4s, IK10 zertifiziert, zu 100% wasserdicht. Da geht wirklich nichts kaputt. Die hält wirklich alles aus, wenn es jetzt mal wirklich in extreme Bereiche gehen soll. Ja, also Verso ist ja so das Standardprodukt, absolut. Schwarz und Nickel. Wir haben in den Projekten auch schon häufig Anforderungen gehabt, dass andere Farben gewünscht wird, gerade rein-weiß. Da haben wir eine Lösung für entwickelt. Mhm. Wir zerlegen die Produkte dann, wir lassen sie neu lackieren. Wir haben auch eigene Blendrahmen entwickelt, die sogar ein bisschen schmaler sind als die Originalrahmen. Dann in Weiß. Möglich ist es. Genau. Wir können diese Lücke schließen. Ihr habt erstmal zwei Farben, genau. Aber da geht ein bisschen mehr. Im Prinzip ist es ja Metall, man kann es ja neu lackieren und wir können es customizen. Das ist nicht das Problem. Ja. Wir machen es halt eben nicht, aber gibt es halt eben quasi zum Beispiel euch. Ja. Okay. Wenn ich jetzt als Häuslebauer so eine Technik haben will, was ist der Weg? Wie sieht die Distribution aus? Wie werden diese Produkte vertrieben? Ist das klassischer Vertriebsweg, dreistufiger Großhandel? Kaufe ich es im Internetshop? Wie ist so die Idee? Nein, also klar gibt es natürlich über unsere Distributoren auch einen Online-Shop. Aber für uns ist ganz klar, wir als 2N, wir verkaufen nicht selbst an Endkunden, sondern wir gehen den klassischen Drei-Wege-Vertrieb eben über den Installateur, über den Großhandel und dann eben über uns. Wie gesagt, es gibt bei ein, zwei Distributoren gibt es durchaus die Möglichkeit, die Produkte zwar online zu
Also man findet die Produkte online. Man findet die Produkte online, aber eben nicht auf Amazon, eBay oder was man so kennt, weil wir natürlich eben auch da wieder sagen, wir wollen auch natürlich nicht nur das Produkt an sich verkaufen, sondern auch noch ein gewisses Know-how, was eben dazugehört, um eben die Anlage vollumfänglich nutzen oder das System vollumfänglich nutzen zu können. Macht aus unserer Sicht auch extrem Sinn, eine Beratung vorher in Anspruch zu nehmen. Absolut. Das System planen zu lassen, die Grenzen auszuloten, die Positionen festzulegen. Genau. Genau die notwendigen Bauteile zusammenzustellen und dann auch einmal über die Abhängigkeiten zu dem Rest des Gebäudes zu sprechen. Das ist ja eigentlich das, wo dann der Mehrwert erst ausgespielt werden kann, wenn ich, wie gesagt, die zwei Endklingel mit der Telenotalarmanlage verheirate, optisch irgendwie schönere Lösungen generiere und so weiter und so fort. Genau. Ja, ich hoffe, wir haben die Frage eingangs beantwortet, ob wir die oder eine der besten Gegensprechanlagen am Markt haben. Meiner Sicht natürlich ja, ich glaube schon. Auch mit dem Gesamtpaket eben, auch die Flexibilität, sind wir schon, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt und kommen dieser Antwort eines Ja's bei der Frage, glaube ich, schon sehr, sehr nah, wenn man das jetzt mal so als großes Schlusswort eben sagen kann. Ja. Vielen Dank für den Besuch, vielen Dank für die Zeit. Wenn du Fragen hast zum Thema Klingelanlage oder du selber positive oder negative Erfahrungen schon gemacht hast mit deiner Klingel zu Hause, schreib gerne einen Kommentar zu diesem Video. Wir sind durchaus neugierig auf Feedback. Ja, vielleicht hast du selber eine 2N-Klingel. Erzähl mal, wie die Weiterleitung so funktioniert auf mobile Endgeräte und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein neuralgischer Punkt, den wir gerne weiter diskutieren. Ansonsten, wenn du noch keine Klingel hast, weil du als Häuslebauer oder gerade als jemand, der in der Planungsphase eines Neubauprojektes bist, Informationen suchst, wend dich gerne an uns. Du kannst jederzeit einen kostenlosen Beratungstermin buchen auf www.casario.de/termin. Wir beraten dich gerne eine Viertelstunde zum Thema Klingel, können natürlich, weil wir 2N zertifiziert sind, auch dir dann das Produktpackage zusammenstellen. Nimm das gerne in Anspruch, komm auf uns zu und wir finden eine gute Lösung. Ah, und natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke, damit du auch das nächste Video nicht verpasst. Wunderschön. Ja. Herr Langenbach, vielen Dank. Ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss. Ciao.